Willkommen zu einem neuen Tipps-Video. Heute die Bundesliga. Erstes Spiel ist das Mainz-Spiel gegen Hertha-Spiel. Dadurch, dass Hertha gerade top in Form ist für ihre Verhältnisse, Mainz so eher weniger, würde ich eher sagen, dass Hertha hier mit 1-0 gewinnt. Augsburg gegen Bayern. Ja, Augsburg letztes Spiel zwar gewonnen, knapp gegen Bremen, aber reicht ja. Wird hierbei mit 3-1 gewinnen. Ich glaube, da wird Augsburg schon noch einen tollen kriegen. Dortmund, nach dem mehr oder weniger guten Auftritt gegen City und Schalke, die gerade gut in Form sind, könnte ich mir gut vorstellen, dass das Spiel mit einem 1-1 ausgeht. Freue mich auf jeden Fall auf das Derby, dass es kein Topspiel ist. Überrascht mich an der Stelle aber auch. Werder Bremen gegen Leverkusen. Leverkusen kommt langsam, haben jetzt gegen Atletico in der Champions League gewonnen. Ob sie es dann auch in der Liga so zeigen, werden wir sehen. Werder Bremen ist aber auch eine sehr gute Überraschung. Die werden gegen Leverkusen auch nicht zurückstrecken. Ich sag 2-2. Bremen 91 Minuten werden die wahrscheinlich das 2-2 machen, so wie man sie kennt. Stuttgart in Frankfurt. Stuttgart noch keinen einzigen Sieg, aber 5 Punkte. Frankfurt jetzt in der Champions League auch erfolgreich gewesen gegen Marseille. Ja, da werden aber die Kräfte ein bisschen schwanken. Deswegen wird das hier ein schönes 0-0. Da ist Borussia Mönchengladbach gegen RB Leipzig. Leipzig hat gegen Real Madrid zwar verloren, aber gegen Real Madrid, Digga, was erwartet man da auch? Gladbach dagegen aktuell nicht so in der Form. Leipzig jetzt auch nicht in der krassesten Form, aber besser als Gladbach zumindest. Und deswegen sage ich, hier wird auf jeden Fall Gladbach mit 2-1 gewinnen. Einfach weil, ja, Jan Sommer, Digga, ist einfach Gott im Tor. Union Berlin gegen Wolfsburg. Union Berlin auch im zweiten Europa League-Spiel weiterhin. Kein Sieg. Wolfsburg hat letztes Spiel hat zwar gewonnen. Union hat auch in der Liga eine richtig gute Serie aktuell. Deswegen sage ich mal, dass es hier Union mit 2-1 gewinnen wird. Bochum gegen Köln. So, Bochum zwar noch 0 Punkte, aber Köln auch während der Woche gegen Slowako gespielt, haben auch da 4-2 gewonnen, hat aber viele Kräfte gekostet. Ich sag trotzdem, gewinnt Köln hier mit 3-1. Aus dem Grund, weil Bochum einfach mein erster Absteiger ist. Wahrscheinlich auch der erste Absteiger sein wird. Hoffenheim gegen Freiburg. Hoffenheim in super in Form. Eher ein Verein, auf den man nicht so achtet. Freiburg auch super in Form. Unter der Woche auch stark gegen Olympiakos gewesen. Ohne Probleme mit 3-0 gewonnen. Hier, sage ich mal, wird das Spiel mit 2-0 für Freiburg ausgehen. Auch wenn TSG Hoffenheim kein einfacher Gegner sein wird. Aber definitiv auch kein. Wird auf jeden Fall ein tolles Spiel. Ja, Spieler vom letzten Spieltag war halt Giekiewicz, weil dadurch, dass er den Elfmeter gehalten hat in der Nachspielzeit, hat er den Augsburg an den zweiten Sieg geholt. Und so hätte Bremen eigentlich auch wieder ihre Nachspieltreffer machen können. Haben sie aber nicht. Somit war's das. So, das ist nochmal die Tabelle im Überblick. Und ich hoffe, euch hat's gefallen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.